Hallo, ich bin Alexander Grossmann, Professor an der HTWK für Verlagsmanagement, Projektmanagement und Existenzgründung sowie noch ein paar andere Vorlesungen und Projekte. Und außerdem bin ich Studiendekan für den Studiengang Buch- und Medienproduktion an der HTWK. Ja, ich bin hier, wie ihr seht, im Homeoffice und ich dachte, ich zeige euch mal in den nächsten 2 Minuten so ein bisschen, was ich hier mache und wie ich das mache, um euch da einen Einblick zu geben, was jetzt im Moment hier abgeht. Ja, das sind jetzt die Vorlesungen heute am Donnerstag, die wir auch wieder per Zoom bestreiten werden, damit die Studenten dann sich auch mit uns unterhalten können, mit mir unterhalten können als Dozenten. Und dafür nutzen wir auch Opal, um dort die Links zu teilen bzw. die Folien abzulegen oder eben Referate hochzuladen. Das ist ganz praktisch, habe ich vorher nicht so häufig genutzt, aber ich muss sagen, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Sache und das werde ich in Zukunft auch stärker nutzen als bisher. Bearbeitet mit Ihnen gemeinsam, je nachdem, ob wir einen Praxisteil haben, Seminar oder Vorlesung, macht das einer von uns und ich darf den Anfang machen. Ich bin gleich am Anfang dabei, weil ich den Vorlesungsteil mache, mit Ihnen die theoretischen Grundlagen erarbeite von agiler Produktentwicklung und werde dann am Schluss auch nochmal dabei sein mit Professor Reiche gemeinsam, wenn Sie dann Ihre Projekte vorstellen. Tja, wie man jetzt hier hinter mir sieht, habe ich eine ganze Menge an analoger Literatur, wenn man so will, und das ist auch gut so. Und ich meine, genauso hält es sich in der Lehre. Wir machen relativ viel noch an der Tafel oder mit PowerPoint. Ja, das ist hier der Samuel, der hilft mir jetzt gerade mal hier ein bisschen die Küche aufzuräumen und macht das natürlich nur dann, wenn ich keine Vorlesung habe, weil das wäre ein bisschen kontraproduktiv, wie ihr seht, wenn er hier rumklappert und ich hier gerade versuche über Zoom mit den Studierenden die Vorlesung zu halten. Aber er macht das ganz fein. Toll, danke Samuel. Und ja, ich denke, wir können auch gleich loslegen mit der Vorlesung. Genau, das heißt, zu Opal, das hatte ich ja auch schon gesagt, insofern relativ übersichtlich. Wie sieht es jetzt mit den Terminen aus? Ich habe mal diese Aufstellung, die jetzt auch in Opal hochgeladen worden ist von Professor Reiche, hier reinkopiert, falls Sie es nicht genau erkennen können. Das ist die gleiche Unterlage, die hochgeladen ist, mit einer kleinen Änderung. Und zwar sehen Sie schon die Änderung nächste Woche. Am Mittwoch fangen wir nicht um 7.30 Uhr an, sondern um 8.30 Uhr. Ich hoffe, das kommt Ihnen etwas entgegen. Weil wir brauchen ja auch keine Pause, keine Kaffeepause, wir müssen auch nirgendwo hinfahren. Also deshalb können wir die Zeit dazwischen sparen. Für mich persönlich liegt jetzt die Chance in dieser jetzigen Situation darin, dass man mehr digitale Lehrformen und Lernformen ausprobieren kann, ausprobieren muss. Und ich denke, das ist auch gut so, mal einen Test zu machen. Wie nehmen das die Studierenden an? Wie kommt man damit zurecht? Was können wir damit wirklich Neues machen? Denn wie so viele Sachen, man muss manchmal auch neue Sachen ausprobieren und meistens kann man sich dazu nicht so aufraffen. Jetzt haben wir sozusagen diesen Kick bekommen, notgedrungen in dieser schwierigen Situation und ich freue mich trotzdem, dass die Studierenden so zahlreich dabei sind, auch trotz der Einschränkungen, die wir haben. Man sieht sich nicht persönlich, aber in jeder solchen Situation liegt auch die Chance, die ich gemeinsam nutzen möchte mit den Studierenden. Lasst uns das einfach mal ausprobieren und ich bin ganz sicher, einiges davon, hoffentlich vieles davon, werden wir mitnehmen können in die Zeit nach Corona, die ja in nicht allzu ferner Zukunft hoffentlich liegen wird. Und dann werde ich und sicherlich auch meine Kolleginnen und Kollegen, die Dozenten und Betreuer in den Praktika oder Seminaren, gemeinsam mit den Studierenden das ein oder andere beibehalten. Schauen wir mal. In dem Sinne, alles Gute, bleiben Sie gesund und wie sagt man so schön nach so einem Video, Daumen hoch und lasst ein Abo da. Macht's gut.